heute oder nicht? Bilder kennen am Tower vorbei. Das ist ja wirklich Unsinn. Da steht aber wenigstens Windsack. Lass uns doch auf das Wäldchen zustarten. Einfach links am Tower vorbei. Das müsste passen. Ja. Genau, so machen wir's. So, ich stehe. Können wir vielleicht die Rottenaufteilung am Boden machen? Für die Jäger auf das Wäldchen zustarten. So uns die Whisper das dementsprechend einrichten können. Na, dafür ist jetzt zu spät, hätten wir vorher machen müssen, glaube ich. Also. Ja, aber wir stellen uns doch erst auf, gerade die Jäger. Mach doch die, ich habe da schon ein bisschen was im Forum geschrieben. Die weiße 1 kann noch ein Stück nach vorn. Von der Zerner alle da? Viktor. Vier Maschinen? Soweit ich das sehen kann zumindest. Ne, sind sogar wesentlich mehr noch. Ja, vorne links neben dem Tower steht da nochmal ein Windsack, ne? Passt da auf. Hör ich nicht. Ja, scheiße. Das ist aber echt eine große Startbahn jetzt. Ja, wird eng. Wird eng. Wo denn? Einfach entsprechend dann links, wenn man es weiß. 30 Meter neben dem Tower steht der Windsack. Na ja, ich mach mal los. Flipp an der Rakete. Jäger bitte gleich rottenweise aufstellen. Du rechts Rakete. Pylonus Rakete. Beowulf Rakete. Beowulf Zulu. Pass mal geradeaus. Bist da aus drin. Halb elf. 1-1. Hier auf die zweite links in dieser Position. Wir sind oben. Kommen jetzt zu euch. Aber wir. Ja, ist kein Problem. Null. Also unter Radar fliegen wir. Ja. Hängt die 110er dran? Jo. Oh ja, ziemlich. Fahr ich mal los. Wir könnten natürlich gleich durchziehen nach Maidstone. Ein paar Bomben raus, zack, weiter nach Maidstone. 2-7 Rakete. Der geht los. Kontakt da voraus.
Ja, Balthasar ist jetzt weg. Kannst loslegen. Ketzrakete. Bei 7 Solo. Feiert rechts Rakete. Ich denke auch nicht so hochgehen. Wer hat sich da überschlagen? Das soll auch gehen. Cat Solo. Feiert Solo. Und jetzt gehen wir einfach raus. So, dann machen wir mal Öl und Wasser 5 Klicks zu. Nicht zu den Ballons ran, nicht dass da noch jemand reinfliegt. Eins, halb elf war das. Ja, man kann erhöhen, wenn ihr dran seid. Victor, erhöhen auf 1, 2, halb elf. Kurswechsel auf 300 Grad. Na, 400 sind's. Wir gehen noch ein bisschen runter. Rai ist unser erstes Ziel, gell? Liegt das direkt an der Küste? Weiß das jemand? Das liegt in der Bucht zur westlichen Seite von English Point. Okay. Bisschen landinwärts, glaube ich. Hm. Bohrgehre auf 300 Grad. Wenn es wo halb 10, halb 11. Wir bleiben alle niedrig, oder? Inklusive Jagd. Ja. Hm. Erstmal. Wie viel verträgt denn so eine Radarstation? Weiß das jemand? Zwei Bomben. Unterschiedlich. Somit dann zwei raus, die auf die Radarstation gehen, der Rest, den werde ich weiterziehen nach Maidstone gleich. Und wir fliegen erstmal gemeinsam. Falls wir Luftkampf haben in unmittelbarer Nähe, versuchen die 110er abzuhauen. Also Richtung Heimat, wo wir nicht gebombt haben, scheißegal. Hauptsache weg. Da.
sind denn unsere guten Jäger? Sind die hinter uns oder was? Wenn du uns nicht siehst, dann hast du den Kameraden noch Augen. Ich sehe nur welche in der weiten 7. Und wenn du uns nicht siehst, wird es Zeit für neue Gläser. Bin ich nicht der immer, der Kontakte zuerst erkennt? Jawohl. Kann ich bestätigen. Idol. Ja? Bieber. Haben die Klippen von, was ist das, Volkstone, glaube ich, wäre auf unserer 2 Uhr. Obwohl, weiter noch fliegen, noch Metzum ist eine schlechte Idee. Wenn die in der Spielerliste gucken, wissen die genau, was wir fliegen. Ist nicht gut. Wir könnten noch nach Dover gehen oder Dunkirk. Das war da. Wäre noch eine Möglichkeit. Wir haben ja angeblich heftige Flak, also zumindest haben sie es geschrieben, dass man Chancen hat. Auf alle Fälle bei Ausfälle. Ausfälle. Könnt doch auch wirklich auf Pevensey gehen, wenn du sonst kein Ziel hast, weißt du, ob das die Cassius-Leute schaffen? Wenn man was zerstört ist, ist zerstört. Oder wir steigen hoch und gehen doch irgendwo auf sowas. Maidstone, wie auch immer. Das sind schöne Ziele jedenfalls. Ja, da drüben sei schon Wilmington, ist das richtig? Ja. Ja. Passt. Ja, Ziele voraus, das ist das, ist was, gell, 5 auf 12 Uhr, wenn du mal reinsiehst, ein bisschen. Wenn der Flak sein, müssen wir vorsichtig machen. Ja, das sind zwei getrennte. Zwei Viererblöcke, ne? Da bei dem Leuchtturm. Also, Victor, wir waren ja, stimmt, das könnte Flak sein. Wir drehen nach Rolf ab. Nach Rolf? Flakstellung sind das. Richtung 330. Unser Ziel liegt dahinter, seht ihr's? Dahinter ist es. Hinter den Flakstellungen. Ja, Victor. Schnell bleiben erstmal. Ziel ist jetzt auf 10 Uhr bis halb 11. Wer schmeißt denn ab wieder oder schmeißen wir alle eine? Ich werde zwei raushauen. Ein mal Brecher. Du und ich zwei Stück. Der Rest. Ein Brecher wo? Ja. Ah, ja, hinter uns, die Flak hat abgeschlossen. Der Rest wartet noch. Wir drehen aufs Ziel ein. Ja, ich bin auf deiner Lisa-Position. Dann breche ich aus, weil ich bin der erste Lisa. Bleib uns drin, nee. Also ich hab Platz. Irgendwer von uns, von den 109ern, hat ein Fahrwerkstück draußen. Bentwick, du bist das, glaube ich, ja. Negativ. Bomben mehr wie du? Das ist ein Bug. Bomben mehr, ja. Das ist ein Bug. Fahrwerk klar. Wird die Formation verloren. Ich bin jetzt 3 Uhr genau bei dir. 3 Uhr. Ja, gut. Sie muss vorbei. Ihr könnt in der Formation bleiben, du und ich greifen an. Wir gehen dann einfach weiter gerade durch.
bisschen seitlich versetzt, nicht hinter die 110. Lass die Formation 110er. Lass die 110er Formation ein bisschen locker. Wir gehen dann auf Dunkirk weiter nach Norden. Oder steigen hoch und greifen Metzeln an. Ja, wirklich. Was ist denn in Dunkirk auch mal da? Ja. Rollt auch sehr weit rein hier. Ist wahrscheinlich Flakbatterie voraus, 12 Uhr. Sicher, dass es nicht die Radar ist, müsste Radar sein. Nee, das soll der Rai sein. Voraus. Ne, wir gehen nach Maidstone, scheiß drauf, da kostet jetzt nichts. Wir gehen nach Maidstone. Das ist eigentlich von hier aus Kurs Nord. Louis und ich werfen jetzt zwei Bomben. Ja. Und der Rest behältst du drin. Man geht erstmal geradeaus weiter Richtung Kurs West. Kurz vor Maidstone werden wir dann noch ein bisschen hoch, wie du, dann ist es einfacher. Steigen. Ich gehe eher auf die linken, ja. Da ist rechts sind kleine. Warum haben wir eigentlich Whisperlisten eingerichtet? Nur so, hat Spaß. Oh, jetzt kommt die Flak. Schwere Flak. Das Gebäude stehen. Ich erkenne sie auch. Ich gehe auch drauf. Ich schmeiß eher links, genau. Ich schmeiß so mal auf die vorderen dicken einen und auf die hinteren auch noch eine. Aber ich weiß ja, Victor, nicht genau, was da getroffen werden muss. Ein paar Gebäude. Die Häuser. Ja. Eine los. Noch eine los. Weg. Zwei weg. Kaum gebounced, sehr schön. Ziemlich weit weggetroffen. Oh, das ist eine Flak hier, bist du wahnsinnig. Weiter, ja, weiter Richtung West. Dass wir noch einen Ansturm brauchen. Ne? Ja. So, Kurswechsel auf Nord. Jetzt. Ziel wurde nicht zerstört. Abwarten, das kommt manchmal spät. Ja, die Türme stehen auch noch. Na gut, dann gehst du nochmal drauf, Beowulf. Okay. In Falkenberg. Auf die Gebäude da, oder was? Ja. Ja, Victor, breche nach rechts weg in den Flug. Du und Falkenberg, breche nach rechts weg. Oben. Wir bleiben hier oben, ne? Macht mir möglich einen Anflug nur, dass man schnell aus der Flak rauskommt. Ich schmeiß eine Bombe. Bombenscharf, B. Victor sind scharf. Auf Höhe aufpassen. Band über Rolf. Gebäude stehen auch noch. Dann rein damit. Ich nehme die zwei Gebäude direkt vor den Masten, links. Oh, wir sind im Vergleich weiter. Überlieser. Verband Überlieser. Oh, da bist du auch drauf gegangen. Moment, ich breche ab. Bomben raus. Okay, das war's. Radar zerstört, sehr schön. Victor. Wer hat jetzt alles noch Bomben? Bevo hat keine geschmissen. Ich hab alle noch drin. Der Bahn hat noch Bomben und Kühlern. Hm, hab's beide Bomben noch drin. Keine geschmissen. Victor, wir drehen nördlich vom Ziel auf Hallo 02 in Vollkreis. Komm mal bitte her und schließt auf. Ich seh's. Victor, sehen euch, komme. Ich bin jetzt auf eurer 10, jetzt auf eurer 11 Uhr. Können wir doch gerade legen, Falkenberg? Wir kommen wieder in die Flak rein, wie du, Vorsicht. Okay. Geh leicht über die Formation. Bin nördlich vom Ziel, suche euch. Okay, bin dran.
Ah, Kontakte voraus, okay. Victor, wir gehen jetzt auf Maidstone. Junge, Junge, da. So, Maidstone auf Kurs 330 ungefähr. Da werden wir aber nicht ausrichten können, das ist ein heftiges Ziel. Du bist auf die rechte Seite gegangen, Lebano. Victor. Ich gehe auf 1-0, halb 10. Piratenmeldung. Ja, frei machen. Piratenmeldung wo? 6 Uhr Piratenmeldung. Vom Heckschützen. Frage ist, wo du bist. Bist du dran? Mit einer Formation. Genau hinter Vido. Spitfire, genau. Spitfire in der weiten 6. Einzelne. Auf unserer Höhe. Durch. Ich bin ja dann auch Jäger jetzt, oder? Ohne Bomben. Okay, wir drehen ab Richtung Ost. Ja. Wir drehen ab Richtung Ost jetzt. Hauptverband, Jäger kümmert sich um die Spit. Victor. Spitfire ist noch immer an unserem Pulk dran. Ich versuch mal, ob ich mich hinter ihn setzen kann. Ist jetzt auf eurer 8 Uhr ungefähr, nicht 8 Uhr, sorry, 4 Uhr. Ja, durch die Kurve kommt jetzt schnell ran. Er folgt euch Achtung, nicht. Achtung, Radarmeldung unter 300 Meter. Achtung, Kruger Spitfire jetzt. Ja, irgendwer hat also die Spitfire gerade gekreuzt. Ja, ich bin jetzt ja, hinter das Spitty. Ich bin hinter das Spitty. Getroffen. Kontakte voraus. Kontakt voraus, 12 Uhr. Hallo, ich bin noch immer hinter das Spitty. Zwei Kontakte voraus, die Feinde. Halb in den Wolken, Victor, erkannt. Wir fliegen genau drauf rein wie du. Victor. Wir machen einen Kurswechsel auf 30 Grad. Alles besser als genau, ist einfach so. Wir wurden weggeschossen. Ja. Haben wir Jäger noch da? Victor, hat die gerade. Ja, ich bin weiter. Ich bin jetzt hinter ihm, komm auf seiner Simu herein. Oh, zwei weiteren Zeit jetzt 3 Uhr. Sehr gut, wiederholt noch ein bisschen weiter über Lisa, wenn es geht. Sind alle auf unserer 3 Uhr jetzt. Oh, da kommen sie jetzt rein, glaube ich. Bin ich ganz sicher. Echt mal Konturenflug machen. Vorsicht, eine Rotte auf 3,5-4 jetzt. Glaub Feinde. Noch weiter, aber weg. Die 110er bin hinter das Bomben Spit. Entledigen. Bomben weg, wir gehen nach Hause. 110er Bomben schmeißen. Ist aber noch gar kein Luftkampf im Moment. Im Moment ist noch alles entspannt. Warte schon, nicht so viel. Runter. Wir sind im Luftkampf die ganze Zeit. Achtung, es kommt ein weiteres Bit rein. Der 109er 6. Vorsicht. Die 110er drehen jetzt auf 500 Meter hinter dir. Bomben-Notwurf. Ah, Victor, das bin nicht ich, aber ich komme rein. Ich drehe herum. 110er, 150. Bomben weg. Bomben weg? Tatsächlich? Echt? Ja. Weg. Ich steige raus. Na gut, Bomben weg. Eine 110 hat mir gerade ein Spit vom Arsch geschossen, dankeschön. Wir haben jetzt drei Kontakte, Jägerkontakte auf unserer halb 4, wie du leicht erhöht. Mittlere Entfernung. Speed geht vertikal aus dem Kampf raus. Punktdisziplin bitte. Speed getroffen. 110er setzen sich ab Richtung Heimat. Momentaner Kurs 120 Kondornflug. Ah, du gehst durch die Wolke. Bin hinter das Speed. Eins, zwei, halb elf. Ah, der versucht zu landen. 1-2-0. Erlauben wir ihm diesen Wunsch? Ja, klar, da ist keine Gefahr mehr. Okay. Sammeln wir uns mal, oder? Ich bin hinter dir. Ah, Victor, wo ist Kruger? Kruger? Kruger ist verletzt, der fliegt nach Hause. Ah, okay, Victor. Welchen Kurs sind die 110er weggeflogen? 1-2-0. Victor, gut, dann über Wolf. Wir müssten jetzt bei Limney Littlestone ungefähr rauskommen.
Spitfire gemeldet. 6 Uhr Uhr. Bist du bei uns dran, Falkenberg? Ich sehe zwei Dots auf 1 Uhr in den Wolken. Jo, Victor. Wo bist du, Falkenberg? Ich sehe etliche Kontakte. Es sind 5 Stück mindestens. 3 davon unter den Wolken, weit entfernt. 110 erreichen in 5 Sekunden. Ich glaube nicht, dass das eigene sind. Wir haben übrigens auf unserer 4 Uhr 2 Kontakte selbe Höhe, weit entfernt. 110er im Blankquadrat AW22 zwischen Limney und Littlestone. Wenn du schaust, 4, 5 Uhr. Und Dornflug. Wie du fragst, einer kommt auf uns herein. 1, 2, 0. 110er jetzt, lass es wieder gehen. Bendig, drückst du an gerade? Ja. Okay. Siehst du mich? Ich bin auf deiner 7 Uhr. Ja, ich hab dich gesehen. Wir haben einen von der Viking 12 unter der Sonne. 2 Kontakt. Acht Uhr ist mit gemeldet. Mein Gunner ist immer noch am Zielen. Haben wir noch Jäger bei den 110ern? Falkenberg, wo bist du? Das bringt doch sonst nichts. Ungefähr 2 Kilometer hinter euch. Da hat sich denn jetzt auch seine Bomben entledigt. Naja, ist auch egal. 110er gehen nach Hause. Hast du gehört, wir haben Falkenberg hinter uns 2 Kilometer und der hat... Oh ja, viele dran. Kontakte hier. Falkenberg ist... ist mindestens... Es sind 2 Hurricanes, 3 Hurricanes vor uns. Shit. Nicht angreifen, würde ich sagen. 4 Kontakte, 5 Kontakte sind das. Ja. Du fliegst jetzt direkt auf die Hurricanes zu. Ja, genau. Die haben uns noch nicht gesehen. Die fliegen gerade vor uns. Ja, aber wenn, dann würde ich ein bisschen höher machen wollen. Wir schleichen uns ran und dann schießen wir jeweils einen ab. Und der dritte, der hat sowieso Angst und Haut ab. Das ist sehr optimistisch gedacht. Das ist deutscher Jägerangriffsgeist. Vido, kannst du mir ungefähr die Sonnenposition für 120 sagen? Ich kann kaum was sehen. Jetzt bitte Kruger, die ist auf der 11 Uhr. Bist du doch keine Hilfe. Ja, 11 Uhr. Ich würde sagen, wir setzen uns mehr direkt auf die 6 Uhr, weil dort haben sie einen schönen Blindspot, die Hurries. Ja, sind wir ja. Bleiben 110er, die Hurries, die mir daran zu kommen. Wir haben 5 Stück, 5 Kontakte weit in der 1 Uhr vor den Hurricanes, wenn du schaust. Ich bin jetzt am English Point. Die 110er sind soweit klar. Seid ihr zu 5? 110er sind zu 5, ja. Ja, dann habt ihr hinter euch eine Meute Hurricanes reinkommen, aber eben Bendwick und ich sind hinten, hinter denen wiederum. Und sollten halt mal Vollgas geben. Hurricanes drehen herum. Okay. Ich sehe hinter uns noch nichts von dir. Ich sehe dich. Doch, die sind da. Aber nicht nah genug. Die kennen uns nichts. Die anderen 2 Kontakte drehen auch um. Also ich würde aufpassen. Ich weiß nicht, was die vordersten 2 Kontakte sind, Bendwick. Wir suchen uns die hinteren beiden raus. Bist du frei, Falkenberg? Jetzt bin ich ganz frei. Die auf unserer 10 Uhr dürften Spitties sein. Pass auf, und Flak kriegen wir auch schon. Bist du denn wirklich nachfliegen? Spitty von 9 Uhr dreht auf uns rein. Wir brauchen euch noch bei der zweiten Einsatz. Bendwick, 9 Uhr Spitty dreht auf uns rein. Spitties überfliegen uns gleich. Wir sehen uns gar nicht. Oh ja, ziehen herum. Ich habe gleich eine hinter mir, glaube ich. Ja, du siehst eine. Die geht auf dich, ist auf deiner langen 6, 500 Meter und kommt heran. Kannst du über Lisa bist gehen? Leicht? Ich bin auf deiner 8 Uhr. 9 bis 8 Uhr bin ich. Sag Bescheid, wenn ich dir gerade fliege. So. Ja, gerade.
Okay, deine Speedy hat abgelassen. 7 gerade weiter. Okay, ich glaube, ich brauche dann bald Hilfe. Ich habe jetzt deine mal abgedrängt, aber die setzt sich, glaube ich, dann gleich an mich an. Ja, weiter. Ich mache höher, wenn er dich verfolgt, dann stürze ich rein. Okay, du ziehst 2 hinter dir her jetzt. Ja, es sind mindestens 2, es sind, glaube ich, sogar 3 Stück. Du hast. Frei. Ja, hinter dir ist eine mit Wasserkühler, pass auf. Schießt. Aber zieh sie gerade, ich glaube, ja, der kommt. Ich hab hier zu viel Speed, der kommt gar nicht mehr. Bell 1, 2, die Ozeaner. Willst du landen? Lieber ein bisschen weiter inland oder nicht, dass uns doch noch irgendwas folgt auf der Entfernung? Hab ich nicht. Haben abgelassen. Ich mach Höhe. Ja, die mit Wasserkühler, die oder? Ja, die andere auch. Dann komm zurück. Ich bin vor dir auf deiner 1 Uhr. Ja. Gleich unterhalb. Wir reiten gleich. Die Hurricanes folgen uns noch übrigens. Ja, die sollen mal kommen. Wenn die Spitz kommen, dann kriegen wir den Arsch voll. Vier Kontakte auf unserer 2 Uhr. Gleiche Höhe. Sind die Spabalons von Bologna. Ah, wieder alle nach England zurück. Ich glaube, wir sind gerade über die französische Spitze drüber. Ja. Hm, da sind Bodenziele auf 10 Uhr. Oder ist es ein Platz? Ah, ne, das Visant. Das Radar hat's ja zerstört. 10 Uhr ist Visant. Ja, auf 11 Uhr oder 12 Uhr ist. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin noch 2 Kilometer hinter dir. Ich habe kurz eine Speedy angegriffen, die unter mir durchgezogen ist. Ah ja, seh dann doch. Dewey und Beowulf geht nach rechts auf den Platz. Vidu und Libano links auf dem Platz landen. Wir splitten uns auf. Victor, Dewey, Marquis West. Dann gehe ich direkt auf Landeanflug. Seh nicht, wo du bist, Beowulf. Bitte nicht wegkommen. Ich bin auf der Landeanflug. Philung ist mit nach links. Jo, so. Ich gehe direkt landen. Bist du Rolf oder Lisa, hast du gesagt, Beowulf? Ich bin auf deiner Linie, geh links von der Landebahn. Ja, Wild, bin ich rechts. Alles raus, Libano. Victor, alles raus. Alles raus. Alarm! Anblasen! Du setzt an zur Landung. Geht nach dem Nord. Kugel jetzt vom Bruchangarten fahren oder nicht von Nord. Okay. Setz auf, lieber. Victor, bis vor mir. So, am Boden. Wow, was war denn das? Voll gleich Nase Bursch. Gelegt. Ja, ich springe ja auch ziemlich gerade komischerweise, ganz komisch. Oh, auch auf die Nase gelegt, ich weiß nicht, was da los ist. Ja, kaum Boden berührt schon, also keine Ahnung. 180 auf. Lebanu, du kannst da noch pilonen. Egal, dürfte als erfolgreiche Landung gewertet werden. Ich hätte zerrissen. Wurden das? Ich bin in 109 rein. Hä? Die da am Boden stand, da stand nur 109. Gut, dann bin ich schnell an den Smoken. Bis gleich. Jo. Wir müssen noch warten, bis die Jäger zurück sind. Jo, ich weiß, deswegen schnell nutzen. Ich glaube, ich werde gleich bei Odom B landen.
Kennzeichen Freiheit im Anflug auf muss man, Bologna. Muss man beim Flugfeld wieder starten, wo man gelandet ist. Achtung, Bologna. Bahn belegt. Über Bruch am Gartenzaun. Ja, machen wir jetzt noch eine reine Jagd oder nehmen wir ein paar Bomben mit? Ich überlege mir das bei einer Zigarette. Bin gleich wieder da. Ja. Ich sage euch Bescheid, wenn die Maschine despawnt bei Bologna. Du liegst da links, da müsste ich dran vorbeipassen. Ah, Benwick, gehst du gerade über Lisa auf Halo 2.5? Ja. Okay. Ich soll euch reinkommen. Na, dann hatten wir bei Odombera. Jo. Bologna, Bahn ist wieder klar. Enemy Group AD-15. Okay, das ist ja ewig weit weg. Spitfires 4.500. Bis kann mal jemand, der unten ist und noch in der Maschine steht, Tab 4.2 drücken und schauen, ob irgendwo freundliche Bomber sind? Oh Mist, ich hab mich auch überschlagen. Meine Frage, irgendwas kann mit Bologna nicht stimmen. Alle überschlagen sich, die da landen. Ja, das war vielleicht der Wind, der ist ziemlich stark von Westen. Das war wahrscheinlich das Problem. Aber nicht, dass es die Maschine plötzlich auf die Nase legt. Ja, warum denn nicht? Was soll denn da nicht stimmen sonst? Keine Ahnung. Es ist wie, als würde man abrupt bremsen. Das ist der Wind. Wir sind auf Markierung. Ah, Freya sagt keine befreundeten Bomber in der Luft. Okay. Naja, jetzt haben die anderen auch schon gefragt. Ich glaube, das passt nicht. Normal hieß es auch, man würde da dauernd Meldungen bekommen, Automatiker, aber da passt irgendwas nicht mit den AI-Bombern. War mir auch so. Gerade übrigens 37 rote, 28 blaue. Bitte für den zweiten Einsatz, dann müssen wir in zwei getrennte Kanäle gehen. Hat auch die Erfahrung schon lange gezeigt. Ja, definitiv. Ich drücke aber auch nicht. Ich glaube, ich habe mir ein Rad abgerissen hier. Ich glaube, hier gibt es nur einen Kanal oder wir haben keinen zweiten. Da müssen wir halt jetzt, dann können wir in Ruhe dann die Whisperliste, wenn klar ist, wer Bomber fliegt oder wer was fliegt, auch immer. Das war eben alles ein bisschen konfus. Der Kanal unter uns ist leer, da können wir rein. Ja, deine Maschine hat irgendwie Schräglage, aber es ist noch alles dran, so wie es aussieht. Ich glaube, mein linkes Fahrwerksbein ist weggeknickt hier in der Pirate. Ja, versuch wirklich von Ost nach West zu landen. 5 Meter ist doch ein bisschen stärker als nur die Standardmaschine. Beides Radar zerstört. Mm-hmm.